Moin, ich bin Uwe von T&T Tesla und heute ist in Lübeck die Firma Sono Motors und zeigt ihr Produkt, den Wagen, den elektrisch, rein elektrischen Wagen Sion. Und ja, das gucke ich mir mal an. Ihr seid natürlich wie immer dabei. Ich habe natürlich wieder ein paar Fragen an die Firma. Und ja, folgt einfach mal dem Video. Es geht darum, dieses Auto heute mal anzugucken. Da sind doch tatsächlich ein paar Studenten von irgendeiner Universität und sagen, wir bauen Elektroauto für einen günstigen Preis. 16.000 Euro soll der Sion kosten, hat unheimlich viele tolle, innovative Ideen in sich. Das finde ich echt richtig gut. Für fast alle Fragen, die ihr zum Sion habt, könnt ihr auf der Seite sonomotors.com herausfinden, was für Ladegeschwindigkeit, Anhängerkupplung ja oder nein, was weiß ich und so weiter. Die meisten Fragen, fast alle werden dort beantwortet. Die Seite ist wirklich gut gemacht. Man kommt sofort auf die Frageseiten. Man kann dort das Fahrzeug reservieren, man kann es auch schon kaufen, man kann die Firma unterstützen. Ich finde das echt gut. Ich beobachte das schon über ein Jahr. Und ich will mir das Auto jetzt mal angucken und sehen, was ich so davon halte. Und da warten wir doch mal ab, was das für einen Eindruck auf mich macht. Also bis gleich. Das ist doch Hammer, oder? Gut, jetzt habe ich gleich mal jemanden gefunden, der so ein bisschen repräsentiert. Du bist die? Alexa. Alexa. Alexa, bitte lauter. Okay, hast du bestimmt noch nie gehört, ich weiß. Habe ich noch nie gehört. Nee. Ich habe natürlich ein paar Fragen für dich, oder viele Fragen kommen von euch. Und wir haben es mal eben kurz vorher durchgegangen, damit hier keine böse Überraschung kommen, weil ich bin ja bekannt für böse Überraschungen. Nein, bin ich nicht. Wie kommt man auf die Idee, als Student, so habe ich das gelesen, so ein Auto zu bauen? Ja, also Laurin und Jona haben schon noch zu Schulzeiten sich überlegt, was können wir tun, um von dieser immensen Ressourcenverschwendung wegzukommen. Haben dann auch noch in der heimischen Garage schon an dem Auto damals geschraubt, um das auf E sozusagen umzurüsten. Und sind nach und nach auf die Idee gekommen, das auch noch mit Solar auszustatten. Und ja, das ist so der Ursprungspunkt, von dem wir kommen. Und mittlerweile ist daraus ein recht rundes Konzept, wie wir finden, entstanden und auch ein sehr nachhaltiges Konzept.
Also wir bieten ja auch eine E-Mobility-Plattform später an, wo man den Xeon über Carsharing oder Ridesharing anbieten kann oder Strom an andere abgeben kann. Und beachten auch bei der Auswahl unserer Materialien sehr, woher kommen die und wie kann man die nachher auch wieder verwenden. Ja, ist der Hammer, ne? Da sind so zwei Vögel, setzen sich hin, so wie damals irgendwie Steve Jobs und wie heißt der andere noch, von Bill Gates? Ja, Bill Gates. Und machen irgendwas in der Garage und sagen, wir müssen die Welt verändern. Entrepreneurs nennt man die, glaube ich, in Amerika. Finde ich super geil, so wie Elon Musk eigentlich auch, nur eben in der Short-Version. Aber das war Elon Musk auch mal. Und sagen, wir bauen ein Auto. Also sensationell, dagegen bin ich echt ein kleines Licht. Was die Jungs drauf haben, ist unglaublich. Also die Antwort finde ich auch schön, gerade das mit der Nachhaltigkeit ist eine tolle Sache. Okay, meine Frage, meine wichtigste Frage war eigentlich immer, was heißt Sono Motors und was heißt Xeon? Ja, also beide Namen gehen auf unsere Gründer zurück. Also Sono ist ja auch das italienische Wort für wir sind, also wir sind Motoren in dem Fall. Ja. Und ja, Xeon hat, soweit ich informiert bin, Laurin auch geprägt und ja, geht beides auf Laurin. Also so gibt es keine feste Erklärung, dass Xeon heißt, siehe hier, ich bin on oder irgendwie sowas? Nee, tatsächlich in der Form nicht. Nee. Okay, ja gut, das war eine Sache, die mich interessiert hat. Dann fragen viele Follower meines Kanals, der Akku-Pack soll ja 4.000 Euro kosten. Richtig. Könnt ihr das wirklich realisieren? Ja, also das können wir realisieren. Man erwartet eher, dass der Marktpreis irgendwann vielleicht noch ein bisschen fällt. Aber die 4.000 sind das, was wir angepeilt haben. Und später wird es möglich sein, ihn entweder zu kaufen oder auch zu mieten. Ja, wie bei Renault und genau. Nissan. Richtig. Dieser Akku-Pack, das sind Pouch-Batterien oder sind das Zellen wie beim Tesla? Ja, also das können wir zum heutigen Zeitpunkt noch nicht final rausgeben. Alles klar. Da sind wir noch in der finalen Elring-Klinge. Aber das kommt alles. Ja, genau. Ja. Elring, genau. Könnt ihr auch mal googeln. Es gibt also wirklich Informationen über sonomotors.com. Ihr findet da alles, was ihr wissen müsst. Es wird alles beantwortet. Hier braucht man gar keine Fragen unter dem Video stellen, weil es ist wirklich alles. Ich habe mir das heute Morgen noch mal reingezogen. Das ist echt super geil, was ihr da gemacht habt. Garantie und Abwicklung. So, ich kaufe mir jetzt so einen Xeon, fahre da schön durch die Gegend und baller ich an den Baum. Ja. Und was mache ich dann? Genau, also dafür ist natürlich Sorge getragen. Also in allererster Instanz ermöglichen wir ja Do-it-yourself. Also es wird vielleicht bei einem Crash weniger relevant sein, aber verschiedene Teile des Autos werde ich nachher selber tauschen können. Bestes Beispiel ist unser Island-Moos-Filter, den wir eingebaut haben. Das ist auch so ein kleines Alleinstellungsmerkmal von so einem Motors. Das wird man nachher einfach ausklicken können. Dann gebe ich das auf den Kompost oder in die Biomülltonne, ist biologisch abbaubar. Bestelle das nach bei unserem hauseigenen Shop, Resono haben wir das getauft. Gebe das wieder rein, klicke es an seinen Platz zurück und gut ist. Und das wird... Ja, bei möglichst vielen Teilen des Autos der Fall sein. Finde ich gut. Ne? Gerade auch, wenn man öfter mal in Island Urlaub fährt, nehmt Moos mit und verkloppt das bei eBay Kleinanzeigen, dann können die Leute das billiger kaufen. Genau, so ungefähr. Und in zweiter Instanz, wir haben unser Werkstatthandbuch lizenzfrei offengelegt, sprich wir werden sicherlich viel über freie Werkstätten arbeiten. Die können sich einfach in unseren Verteiler eintragen lassen, bekommen das, sobald es finalisiert wurde, zugeschickt und können damit arbeiten. Ja. Das ist der zweite Teil des Werkstattkonzepts und letzten Endes wird es auch eine Kette geben. Wir sind da gerade mit verschiedenen Werkstätten in Verhandlungen, Stichwort Garantieabwicklung, dass dafür auch Sorge getragen sein wird. Super. Also könnte es so sein, dass das, was Tesla gerade vorhat, mit ATU sozusagen in so ein Partnership zu gehen, dass ihr auch mit irgendeiner Kette sozusagen in so ein Partnership geht. Ja. Wenn euch mal der Querlenker die Buchsen ausschlagen, das sind eh alles baugleiche Teile von anderen Fahrzeugen, weil ihr komplett zertifizierte Teile verwendet im Auto, was natürlich auch Geld spart. Fährt man einfach irgendwo hin und lässt das tauschen oder macht es eben selbst. Finde ich gut. Genau. Zu weiten Teilen wird es möglich sein, wie du es gerade schon angesprochen hast, an der einen oder anderen Stelle arbeiten wir mit Carryover Parts. Also Lenkung zum Beispiel, wo man das Rad nicht neu erfinden muss. Bremsanlage, das werden alles Sachen sein, die von anderen Autos kommen. Ne? Gibt es denn da eventuell auch, was mich als Schrauber interessiert, eine Liste? Was für Bremssättel habe ich da drin? Was für eine Lenksäule habe ich da drin? Also letzten Endes kannst du dir natürlich das Werkstatthandbuch auch anschauen. Ja? Das ist ja offengelegt und da kannst du alles nochmal nachlesen später, ist kein Problem. Das ist gar nicht schlecht. Haben wir keine Hand. Und das alles für schmale Decke, ne? Für 16.000 plus Akku finde ich nicht so schlimm. Ja. Also bin überrascht. Und habt ihr genug Bestellungen? Entschuldigung. Das ja, kein Problem. Nee, man muss dazu sagen, also das war auch unser Hintergedanke, ist einfach möglichst vielen Leuten schmackhaft machen, auf E-Mobility umzusteigen. Und da gehört für uns auch sowas wie der Preis dazu. Also wir wollten nicht wieder einen 30.000 Euro schaffen, das man sich vielleicht nicht leisten kann oder möchte, sondern wirklich was für viele Leute interessant ist. Und das fängt beim Preis an, hört dabei auf, dass wir Platz geschaffen haben, dass wir die Möglichkeit bieten, zu einer Anhängekupplung, die übrigens unser einziges optionales Zubehörteil ist tatsächlich. Okay. Und bisher mit der Resonanz sind wir super zufrieden.
Wir haben jetzt, gehen steil auf die 5000 Vorreservierungen zu. Ich denke, dass wir die auch bald knacken werden, weil es bis dahin ja auch noch unsere Frühreservierer-Rabatte sozusagen gibt. Und ja, bisher sind wir top zufrieden, muss ich sagen. Hammer. Ein Freund von mir hat auch bestellt. Schöne Grüße, lieber Klasse. Dirk. Ja. Danke dir. Ich bin auch schon überlegen, aber ich weiß nicht, was ich damit soll. Wenn ich einen Tesla fahre, brauche ich ja keinen Sion. Ne? Aber es naja. Ist eine coole Karre. Vielleicht kann ich die meinen Kindern umhängen oder so. Muss ich mal gucken. Ja, finde ich gut. Ladegeschichten, das wird natürlich wahrscheinlich so laufen, dass die Leute in irgendwelche Säulen fahren, öffentliche Säulen oder zu Hause laden. Genau. Richtig, also letzten Endes läuft es wie bei jedem anderen E-Auto auch, ja. Nur dass wir eben zusätzlich die Solarzellen haben. Für den Münchner Standort berechnet liegen wir jetzt aktuell bei 30 Kilometern zusätzlich pro Tag, wenn die Sonne ja gut scheint. Ja. Und das ist nochmal ein kleiner Bonus und auch hier jeder Kilometer, den wir sozusagen grün zurücklegen, ist für uns so ein Schritt in die richtige Richtung. Ja, das hört sich fantastisch an. Ich will mir das Ding gleich mal angucken. Ein paar Videos haben wir schon gemacht. Alexa, leiser. Nee, das ist ein Auto. Ja, der musste ich bringen, tut mir leid. Ja, ich danke dir für deine Zeit. War eine schöne Information. Ja, alles andere, wie gesagt, zum dritten Mal jetzt findet ihr auf sonomotors.com. Und dann wollen wir die Karre gleich mal ein bisschen fahren, wenn wir können. Und dann werde ich berichten. Ihr wisst ja, diese Pingeligkeit mit der Verarbeitung, das brauche ich hier nicht anwenden, weil ich habe mir die Karre schon angeguckt. Das sind Prototypen. Und die sind natürlich grauenvoll verarbeitet. Aber guckt mal einfach selber. Also bis gleich. Und wie war die Probefahrt? Perfekt. Ja, war gut? War super Fahrgefühl, also für das Auto, für das Geld, super. Schön. Schon bestellt? Morgen? Gut. Ich wollte erst die Probefahrt machen. Guter Mann. Ich gehe so auf morgen und ich habe gerade gehört, es sind nur noch um die 400. Dann haben Sie die 5000 voll. Dann haben Sie die 5000 voll, also für Zeit. Wenn man noch die, ich glaube 1% gibt. Schön. So, wer ist denn der Nächste? Vorhin geht es eigentlich auch ganz gut. Okay. Linke Fuß macht Pause, rechte Fuß arbeitet mit Gas und Bremse. Einmal die Bremse gedrückt halten, drücken dann einmal Start- und Stopp-Knopf. Gehen mit dem Schaltknopf nach D vorne und fahren los. Das war's? Das war's. Aha. Okay. Ja. Das ist ja ein bisschen spooky. Ja. Was fährst du momentan für einen? 95er Fiesta. Ah, auch gut. Also wird es auf jeden Fall Zeit für die Elektromobilität bei dir, würde ich sagen. Ja. Also ich gehe damit schon länger schwanger. Ja. Wir haben den Fiesta quasi. Also ähnlich an wie ein Tesla, das ist ja geil. Und er kommt auch schön wieder zurück. Also ich stehe gerade einfach nur, ich brauche gar nicht bremsen hier. Nee, brauchst du gar nicht viel. Sind wir auf 50% Rekuperation. Mhm. Kann man die einstellen? Mhm. Bleibt eine Einstufige. Ja, aber sonst fährt er sich wie ein Auto einfach. Ja, das ist doch, also wäre ja schlimm, wenn nicht. Ja, nee, aber es ist... Er fährt sich, denke ich mal, wie jedes andere Elektroauto. Ja, genau. Fühlt sich auch an wie ein Auto, ist auch ein Auto. Richtig. Und ich denke mal, für den Preis. Dürfen wir mal den Einparktest machen hier irgendwo? Ja, wenn du willst. Ja, klar. Würde ich jetzt. Genau, dann auf Bremse, R. Mit der Sicht hinten haben wir noch ein bisschen. Ja, ja, dann kommt auf jeden Fall noch eine Rückfahrkamera rein. Wenn, und. Wenn überhaupt hier wie ein LKW, ne? Die C-Säule noch im Fenster. Aber das müsste eigentlich so passen. Oder? Ja, kommt noch ein Fenster in der C-Säule. Richtig. Ach, dann kommt der. Oh, da kommt der. Das ist so sauber. Ja, aber ansonsten. Das ist mir aber gestern auch passiert. Das war nicht im Auto, sondern woanders. Und ich dachte, da waren wir in der Unterkunft und ich wollte irgendwie aus dem Fenster gucken und ich dachte, das ist offen. Und ja. Aber ansonsten fühlt ihr euch wohl da hinten? Ja. Ihr seid ja auch nicht so klein, ne? Nö. Ja, aber kommt hell oben. Bisschen, es ist hell. Ja, aber es wird in den Himmel reinkommen. Achso, also, okay. Echt? Ja. Ach, schade. Es wird nicht ganz abgenommen. Aber ansonsten? Doch flackern im Innenraum kann der Fahrer beeinträchtigt werden. Und deswegen richtig, stimmt. Das. Hast recht. Ah, so, leider nicht gestattet. Oh, na toll.
Wie machen das die anderen Hersteller, die oben auf den Himmel haben? Die können zuziehen, ne? Die haben, glaube ich, ein gutes Problem, hast du halt hier diese ganzen kleinen Abstände und deswegen kann die Sonne einfach reinflackern. Also den anderen Hersteller sind die getönt. Beim Cabrio hast du ja dann auch irgendwie offenes Dach, wenn du mal durch die Bäume fährst, hast du dann auch irgendwie ein Flackern. Aber da haben Leute schon einen Schlaganfall gekriegt von sowas. Ja, alles möglich. Das ist deutscher Quatsch. Ich trete nochmal drauf und dann fahren wir wieder zurück. Genau, gerne. Eine schnelle Runde. Hier ein bisschen aufpassen, Leute. Genau. So, Exit und ab nach Barcelona. Ja, genau. Schon. Ja, reicht auf jeden Fall aus, 110 PS, 80 kW. Ach, dicke. Die Fahrgeräusche, wenn man so schneller fährt, so 70, 80, 90, ja. Hat man da auch so ein elektronisches oder elektrisches Fiepen oder wie verhält es sich das? Also du musst ja bis, oder ich glaube, ab nächstem Jahr ist ja Pflicht, bis 30 km/h musst du ein Mindestgeräusch für die Fußgänger haben, alles drüber musst du, glaube ich, nichts mehr. Nee, ich meine von drinnen, vom Fahrgeräusch her. Ich fahre im Moment einen Ion, so seit 1,5 Jahren. Ja. Oder seit, ja. Und der hat ein bisschen unangenehmes elektrisches Geräusch. Fandest du das jetzt hier auch? Nö, beim Anfahren ist es normal. So, ja, ja. Das hört sich an wie so eine Staubsaugerturbine. Hm. Ja. Nee, das ist, passt. Ist, wenn es das nochmal angesagt. Alright. Okay, weil der leuchtet weiter, ne? Passt, alles gut. Okay. Alright. Cool. Dann sage ich auf jeden Fall schon mal danke. Schöne bei Frage. Weiteren Fragen noch irgendwie gerne meine Kollegen in der kleinen Probefahrt. Ja, danke. Danke. So, jetzt habe ich jemanden gefunden, der so ein Ding haben möchte. Ist das richtig? Wie ist dein Name? David Dormann, ich bin aus Hamburg. Und fahre mit noch Diesel, ja. Da überlegt man sich natürlich, was man da jetzt kommt. Ja. Und du hast du gesagt oder hast dich über Elektromobilität informiert und der Sion interessiert dich. Ja. Und du willst so ein Ding wahrscheinlich kaufen. Das werden wir sehen nach der Probefahrt. Ja. Bist du schon mal Elektroauto gefahren? Ja. Ist geil, ne? Ja, hat Spaß. Was bist du gefahren? BMW i3. Ja. Und testen auch schon. Ja. Siehst du, und das ist genau das. Man ist sozusagen immer, man ist hooked up. Wenn du einmal so ein Ding gefahren bist, willst du das haben. Ja. Und das ist natürlich ein schönes Fahrzeug. Durch dieses die Selbstaufladen. Ne? Wahrscheinlich hast du steht das Ding in Hamburg, wo du herkommst, dann draußen und lädt sich auf, wenn du so ein Ding kaufen solltest. Das ist super. Ne? Das, wenn man dann sehen, in Hamburg scheint die Sonne nicht so häufig wie in München, aber auch ab und zu. Ja. Okay, du bist also einer von denen, die in Zukunft umsteigen werden wahrscheinlich. Ich denke schon, früher oder später vielleicht. Auch aus umwelttechnischen Gründen, sagst du, ich will der Umwelt was Gutes tun oder ist es für dich, ich bin zum Beispiel nicht so ein Umweltvogel, bei mir geht das einfach ums Geld, ich will keinen Tank mehr voll machen und Sprit bezahlen. Wie sieht es bei dir aus? Ach, das ist so eine Gesamtkalkulation. Ich finde das, ich bin auf jeden Fall, finde ich, ein Umweltaspekt wichtig und gut daran. Und ich finde es aber auch schön, wenn man irgendwie Wochenendausflug macht und das dann nicht nochmal nachzahlen muss. Natürlich, ja. Finde ich auch gut. Ja. Ja, guck mal, so unterschiedlich sind die Einstellungen zu sowas. Ich finde das immer wieder gut, deswegen bedanke ich mich, dass du dir ein paar Minuten Zeit genommen hast, um mir das mal so zu erzählen, was deine Beweggründe sind. Und hast du auch an anderen Herstellern Interesse, wie zum Beispiel ein Zoe oder ein Nissan Leaf? Nissan Leaf ist mir, glaube ich, zu bieder, würde ich sagen. Mhm. Also das Auto soll auch Spaß machen. So. Es soll umweltfreundlich sein, aber es soll jetzt auch kein Rückschritt sein, sage ich mal. Mhm. So, das okay. Ist für mich wichtig. Also ist sozusagen das deine nächste Wahl? Wenn du gleich zufrieden bist mit der Probefahrt. Das werden wir dann sehen. Genau. Das wirst du bestimmt sein. Ich danke dir. Alles klar, ich danke dir. War gut? Ja, hat Spaß gemacht. Also, haben wir einen Besteller hier? Das kann ich jetzt vor der Kamera dir noch nicht bestätigen, aber das kann man sehr gut anbieten. Leute, fahrt das Ding. Wir haben hier noch einen Begeisterten. Ich finde es gut. Oho, eng. Ja, liegt unter anderem an dem Testwagenknopf. Der klaut uns noch viel Platz hier vorne. Ja. Aber ja, kommt natürlich in Serie anders. Ich fahre jetzt Sion. Wir fahren jetzt Sion. Wisst ihr Bescheid, ne? Ich fahre einen P75D, wollte ich nochmal sagen. Okay, folgendes. Ja. Du bist ja schon mal schön leise. Es passiert ja auch gerade nichts. Ja, das werden wir gleich ändern. Kriegen wir nicht zu?
klemmt? Aktuell noch nicht, weil wir noch nicht auf Start-Stopp gegangen sind. Genau, also. Jetzt einmal auf die Bremse treten, bitte. Fuß auf die Bremse. Ich habe neue Schuhe an heute extra. Genau, und den Start-Stopp-Knopf betätigen, bitte, der sich da hinter dem Lenkrad noch etwas verbirgt. Diesen hier, den. Dann sind wir im Parkmodus und wenn dann wir jetzt rein nach vorne. Genau, dann lösen wir hier noch die automatische Handbremse. Diese hier? Genau. Und dann können wir eigentlich auch schon losfahren. Wir haben keinen Kriechmodus sozusagen. Erst wenn man aufs Gas geht, fahren wir los. Ich fahre jetzt Sion. Cool. Yay. Yay. Weißt du was? Genau. Du darfst nicht mal filmen, du darfst aber nicht auf meinen Bauch zeigen, sondern mehr so im oberen Bereich. Ja, genau. So? Bisschen rum noch? Nee, zu mir? Ja, so ist gut. Also, das ist jetzt der Sion von Sono Motors. Ich fahre jetzt mal. Und hört ihr? Wir hören die Elektromotoren. Wie sagt immer Björn Nyland mit seinen mittlerweile 90.000 Followern, this is the sound of the future. It is, definitely. Okay, also ich sitze sehr gut, muss ich sagen. Das Auto ist ruhig. Bist du auch schon mal damit gefahren, Alexa? Du musst schon drehen, das will ich raus. Mehrfach. Ja, kannst du zurück, beide, das ist alles gut. Mehrfach, ne? Eine sehr schöne direkte Lenkung, muss ich sagen. Ist das eine Servolenkung? Ja, ist es. Ja. Aber sie ist sehr schön eingestellt, sehr deutsch. Gar nicht so typisch amerikanisch, aber wir sind ja auch nicht in Amerika. Wir haben kein amerikanisches Fahrzeug. Läuft. Wird gut. Sehr direkte Lenkung, wie ich schon sagte. Wie viel kW haben wir hier? Wir haben 80 kW Motor. 80 kW. Ja. 109 PS. Ja. 109 PS, das ist nicht so wenig, ne? Nee, das kann schon ein bisschen was. Kriegt der eine Art Luftfederung oder bleibt der so mit normalem Standardfahrwerk? Das kann ich dir aktuell noch nicht genau beantworten. Aber du kannst mir sagen, ihr habt einen Hersteller. Richtig. Wir haben einen europäischen Auftragsfertiger und das wird auf jeden Fall kommen. Das ist geil. Das Ding wird kommen. Also für alle Zweifler unter euch jetzt, zu denen ich mich bis eben auch zählte, Crowdfunding, ihr könnt Kohle investieren in den Laden. Die Karre wird kommen, definitiv. Ich bin viel gedacht, mal überlegen, ob ich für meine Kinder, wenn die das jetzt hören, dann muss ich jetzt den kaufen. Das ist scheiße, ne? Das schneide ich raus. Unterstütze den Laden. Das passt. Kohle passt, Geld passt. 16 Mille, 4 Mille für den Akku, 20, dann ist das euer Akku. Ist doch geil. Ich bin zufrieden. Hast du super Angst gehabt, wenn sind ich fahre? Ich bin auch zufrieden. Nee, ich vertraue dir da voll und ganz. Die Frauen, die vertrauen mir. Das ist entscheidend, ne? Alexa, ich danke dir nochmal. Ja, ich dir auch. Wir haben schöne wackelige Bilder gemacht hier mit meiner Handkamera. Himmel brauchen wir nicht, ne? Nee. Haben wir geschafft. Also. Vielen Dank. Ciao. Tolles Auto. So, muss ich noch auf stehen, ne? Auf, genau. Einfach auf Start-Stop. Auf Start-Stop. Genau, dann sind wir im Parkmodus, kann nichts mehr passieren. Sehr schön. So, jetzt bin ich zurück im Büro und habe mir das mal bisschen durch den Kopf gehen lassen. Also ich finde diese Geschichte von Sono Motors richtig gut, was die da auf die Beine stellen mit dem Sion. Es war erstaunlich viel Andrang heute. Da hatte ich überhaupt nicht mit gerechnet. Alle Altersklassen von ganz jung bis ganz alt, alle wollten das Ding fahren, alle haben Interesse. Ich habe mit den Leuten gesprochen und die haben gesagt, ja, wenn das Auto so ist, so fährt, wie es hier ist, nach der Probefahrt, dann will ich so ein Ding haben. Also ich war da echt echt überrascht, was für ein Breitband das diese Firma anspricht. Es gibt keinerlei Fernsehwerbung, keinerlei Internetwerbung, außer die eigene Seite und halt die ganzen Foren, die Community, die dafür sorgen, dass dieses Projekt vorangetrieben wird. Wie gesagt, ich war die ganze Zeit kritisch und habe mir gesagt, man weiß nicht, vielleicht wird das was. Oder vielleicht, ich glaube, das wird was und ich finde das toll, wenn ihr das auch unterstützen würdet. Ich muss direkt mal für mich auch überlegen, wie ich da und ob ich da einsteige und irgendwas mache, weil da steckt Herzblut drin und ich denke, das Auto wird gut laufen, gerade bei dem Preis. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin Ofe von T&T Tesla. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.